in dieser Mannschaft noch spielt. Denn er hat den ersten Satz verloren gegen Lucian Blaschik, die Nummer 2 des TTC Grenzau, mit 8:11. Er schien chancenlos, der Pole auf Grenzauer Seite, einen Ort Grenzau, sehr idyllisch gelegen, kann man übrigens empfehlen. Und Aufschlag Lucian Blaschik. Da hat man das Tischtennis-Genie kurz gesehen, wie er diesen tiefen Ball doch noch mal retourniert hat. Aber dann der harte und schnelle Topspin von Blaschik. 1:1. Er ist schon seit 6 Jahren im Westerwald beim TTC Grenzau, gehört sozusagen zum Stammpersonal. Und für Jan Obel-Waldner gilt es, sich noch einmal vorzubereiten auf sein ganz großes Ziel. Das sind die Olympischen Spiele in Athen. Dort ist eine Medaille noch einmal ein Thema für ihn, das will er unbedingt wissen, um dann ein Jahr später, 2005, in Shanghai, also im Mutterland des Tischtennissports, seine Karriere zu beenden. International wird er noch einige Zeit für Polen spielen. Das war der Waldner, so wie wir ihn kennen, diese kurze, ja, gestochene Rückhand, die ihn letztlich in den Vorteil gebracht hat. Und dann der lange Vorhand-Topspin diagonal. Hier kommt die Rückhand, das war sie. Und dann hat er den Vorteil mit dem langen Vorhand-Topspin, den Blaschik nicht mehr retournieren kann. Sein Olympiasieg liegt schon 11 Jahre zurück, damals 92 in Barcelona. Gegen Jean-Philippe Gassien gewann er das olympische Finale. Im Jahr 2000 stand er dann nochmal im Finale, verlor allerdings dann in Atlanta. Einzelweltmeister 89 in Dortmund, in dem Jahr, in dem Steffen Fetzner und Jörg Roskopf so sensationell damals Doppelweltmeister wurden. Und 97 hat Waldner es dann auch nochmal geschafft, die Nummer 1 der Welt zu werden. Einmal unkonzentriert und wieder 5:5. Blaschik ist wieder dran. Nicht mehr so konzentriert. Jan Obel-Waldner. Das muss sein Rezept sein, er muss versuchen, Blaschik vom Tisch wegzudrängen, wobei der von beiden Seiten sehr stark Topspin spielt. Die Polen traditionell auch unglaublich stark von der Rückhandseite aus mit ihrem Topspin-Spiel. Und so macht er es. 10:7. Traumhaft gespielt, sehr tief getroffen den Ball, aber trotzdem unerreichbar für Waldner. 3 Satzbälle zum 2:0 für Lucian Blaschik. Der Mann aus Grenzau geht mit 2:0 in Führung. Damit wird es schwer für Jan Obel-Waldner, hier nochmal zurückzukommen ins Spiel. Ausgeschlossen ist es nicht, aber wenn er mit seiner Mannschaft das 5:5 noch schaffen will, dann sollte ihm das hier auf jeden Fall noch gelingen. Aber es wird schwer, Blaschik jetzt eindeutig in der Favoritenrolle.
Hier haben wir die Stärke noch einmal gesehen. Langer Rückhandball und der Sieg für den Polen. Waldner hätte sein Geld leichter verdienen können in dieser Saison. Der Super Circuit in Japan hat auch ihn gelockt. Eine Turnierserie, die ein japanischer Kimono-Steller sich leistet. Sage ich mal, ein vielfacher Millionär, wenn nicht sogar Milliardär, der dort eine Turnierserie ins Leben gerufen hat mit tollen Preisgeldern. Aber das wollte er nicht. Er wollte in der Bundesliga gefordert werden, um seine Ziele zu erreichen. Athen 2004, nachdem es in Sydney und nicht in Atlanta, wie ich vorhin sagte, zur Silbermedaille noch gereicht hatte. Guter Beginn für den Mann des SV Plüderhausen, der zum zweiten Mal in der deutschen Tischtennis-Bundesliga spielt. Und es ist lange, lange her, dass er sein Debüt gab für den ATSV Saarbrücken. Ein Verein, der lange, lange nicht mehr in der Tischtennis-Bundesliga spielt, der aber Mitte der 80er Jahre dominierend war in Deutschland. Dort hatte er begonnen, 3 Jahre in Saarbrücken gespielt, deutscher Meister geworden, Europapokalsieger. Er war dabei, als Saarbrücken die große Zeit hatte. Und aus der Zeit stammen dann noch die Kontakte, die letztlich dazu geführt haben, dass er jetzt wieder in Plüderhausen in der Bundesliga spielt. Über seinen Ausrüster, der hat die Kontakte ins Remstal hergestellt. Aber 6:2 die Führung, aber so richtig zufrieden ist er nicht. Immer wieder diese leichten Fehler. Das ärgert einen Mann wie Waldner, der andere Ansprüche nach wie vor an sich stellt. Sehr gut abgeblockt, wieder mit der starken Rückhand von Blaschik, aber immerhin noch 8:4. Blaschik gibt sich noch nicht geschlagen. Der Pole kämpft. 6:9. Ja. 7:9 jetzt aber wechselt das Aufschlagspiel wieder. Und ich bin sicher, jetzt wird Jan Oberwaldner nicht mit der Rückhand servieren, so wie er das eben gemacht hat, sondern in die Kiste greifen und mit der Vorhand einen seiner starken Aufschläge bringen. Da ist er nicht mehr ganz so beweglich. In die Mitte des Körpers gespielt und da lehnt er sich nur rüber und dann steht er nicht optimal und dann macht er Fehler, die er vor 5-6 Jahren vielleicht noch nicht gemacht hätte. Mit seiner Technik kann er natürlich unglaublich viel ausgleichen, mit seinem Ballgefühl, das nach wie vor unvergleichlich ist in der Welt. Und damit hat er jetzt 2 Satzbälle. Noch einen. Exzellent gespielt, 11:9. Er ist wieder dran. 2:1. Die Führung nur noch für Lucian Blaschik. Wir dürfen gespannt sein,
ob Jan-Ove Waldner sich das nochmal erarbeiten kann, erkämpfen kann, erspielen kann. Das ist ja seine große Leidenschaft. 2:1 die Satzführung für Lucian Blaschik. Neu steht das jetzt 3:0 für unser Zugpunkt Grenzau. Das nächste Einzel. Da freuen wir uns auf die Begegnung. Weit hinter dem Tisch. Nicht unbedingt seine große Stärke, aber dann mit dem Wechsel in die tiefe Rückhand macht der Schwede den entscheidenden Punkt. Viele Zuschauer sind heute nach Grenzau gekommen, um Waldner zu sehen. 300-400 mobilisiert der TDC ohnehin. Heute 500-600, die vor allem sehen wollen, was er noch drauf hat, der Schwede. Und was er an schönem Tischtennis nach wie vor zu spielen vermag. Ja. 6:2 jetzt aber die Führung für den Polen bei 2:1 Satzführung. Das wird schwer noch einmal aufzuholen zu sein. Wunderbar gespielt. Ich habe es kurz vorhin angesprochen, die Rückhand, eine der großen Stärken von Lucian Blaschik. Oft als Topspin gespielt, hier aber auch einmal als ganz kurzer Block hier. Sogar mit Gegenspin nochmal gespielt, 8:2. Es sieht nach einem Sieg aus für Grenzau. In diesem Einzel. Und dann wird es schwer sein, das Team aus dem Westerwald noch einmal abzubringen von der Siegestraße. Mit einem Kantenball kommt er noch mal heran. Jan-Ove Waldner, der war fast 14 Monate nicht richtig spielen konnte nach einem Fußbruch. In einer Kneipe in Schweden war er beim Besuch der Toilette auf dem nassen Untergrund ausgerutscht, hatte sich einen komplizierten Bruch zugezogen. Und manche dachten, das wird eigentlich nichts mehr. Er hat dann zu früh angefangen, hat in Paris schlecht gespielt, eine Bilanz von 4:2. Er muss sich auch wieder an diese regelmäßigen Wettkämpfe zunächst einmal gewöhnen. Und er hat natürlich noch nicht die Spielstärke, die er vor der Verletzung aufweisen konnte. Nur noch ein Punkt Vorsprung für ihn in diesem vierten Satz. Ausgleich. Da sah er schon fast wie der sichere Verlierer aus, Jan-Ove Waldner, und hat sich doch noch mal herangearbeitet. 8:8. Und wieder diese exzellente Rückhand von Blaschik. Über dem Tisch genommen mit Gegenspin. Und die Bälle sind dann einfach zu schnell. Jan-Ove Waldner, da kommt er nicht mehr hin, aber da wäre nicht nur ein Waldner nicht mehr hingekommen. Ja. Ganz leicht den Gegner ausgespielt. Immer wieder blitzt es auf, was er kann, was er über viele Jahre gezeigt hat. Und dann ein Aufschlagfehler in so einer wichtigen Phase. Das darf natürlich nicht passieren. Relativ leicht gibt er jetzt dieses Match ab. Das hätte ich ehrlich gesagt nicht geglaubt, nachdem er so stark aufgeholt hatte. Aber